Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Charlotte Mayhoff. Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zur Tagesschau. Syrische Kampfflugzeuge haben mit russischer Unterstützung erneut die Stadt Aleppo angegriffen. Dabei kamen in den letzten Tagen insgesamt mehr als 170 Menschen ums Leben. Unterdessen soll die syrische Armee im Umland Aleppos auch mit Bodentruppen gegen die Rebellen vorgehen. Während sich die Situation der Bevölkerung zunehmend verschlechtert, kommen die diplomatischen Bemühungen um eine neue Waffenruhe kaum voran. Nach dreitägigem Bombardement hat nun die Bodenoffensive begonnen. Der Ring um die Eingeschlossenen in Aleppo zieht sich immer enger. Ich rufe alle ehrenhaften Menschen in der Welt auf. Wir sterben hier. Helft uns. Helft uns. Nach Angaben der UN haben nun 2 Millionen Menschen in Aleppo kein Trinkwasser mehr. Angegriffen werden offenbar gezielt die Quartiere der Weißhelme, die als Sanitäter versuchen, Leben zu retten. Ein zutiefst frustrierter deutscher Chefdiplomat gestern vor den Vereinten Nationen. Assads Luftwaffe muss ihre Angriffe stoppen. Dafür sehe ich auch Moskau in der Verantwortung. Gelingt uns das nicht, meine Damen und Herren, dann werden alle Bemühungen um eine politische Lösung für Syrien im Bombenhagel untergehen. Es war eine schlimme Woche für die Diplomatie und die Vereinten Nationen. Chaotische Gespräche in der Syrien-Kontaktgruppe. Sie scheiterten an der Weigerung Moskaus, ein zeitlich begrenztes Flugverbot über Aleppo zu akzeptieren. Sie scheiterten an fehlenden Garantien der Rebellen, sich von der terroristischen Al-Nusra-Front zu trennen. Wir sind alle für einen Waffenstillstand, aber ohne die Trennung der Opposition von der Al-Nusra-Front ist der Waffenstillstand bedeutungslos. Die Verhandlungen sind zusammengebrochen, die syrische Armee schafft Fakten. In Wien haben die Länder der sogenannten Balkanroute über ihren künftigen Kurs in der Flüchtlingspolitik beraten. Die Regierungschefs vereinbarten unter anderem mit Bundeskanzlerin Merkel und EU-Ratspräsident Tusk, die Grenzschutzorganisation Frontex aufzustocken. Österreichs Kanzler Kern betonte zudem, man wolle für Staaten wie Ägypten, Niger, Senegal und Mali ähnliche Flüchtlingsabkommen treffen wie mit der Türkei. Die meisten Vertreter kamen aus Südosteuropa, mit dabei auch EU-Spitzenpolitiker und Deutschland. Eingeladen nach Wien hatte Österreichs Bundeskanzler Kern, um mit seinen Amtskollegen auszuloten, was die nächsten gemeinsamen Schritte sein könnten für eine europäische Flüchtlingspolitik. Ganz oben auf der Agenda sind dabei die EU-Außengrenzen. Wir brauchen wieder Kontrolle über unsere Außengrenzen und wir müssen wieder entscheiden, wer nach Europa kommt und nicht Schlepperorganisationen. Das ist das wichtigste Prinzip. Denn obwohl die Balkanroute im vergangenen Februar geschlossen wurde, sollen es trotzdem an die 50.000 Migranten geschafft haben, über die Balkanländer nach Deutschland zu kommen, auf illegale Weise. Entsprechend zeigten die Regierungschefs heute in Wien vor allem Einigkeit in der Frage der Grenzabsicherung. Alle Mitgliedstaaten haben eigentlich darauf hingewiesen, dass sie sich noch mehr Frontex-Unterstützung wünschen. Und auch hieran wird die Kommission und müssen die Mitgliedstaaten arbeiten. Darauf setzt auch der österreichische Kanzler, warnte jedoch. Wenn das nicht gelingt allerdings, dann werden wir erleben, dass viele Länder anfangen, nationale Maßnahmen zu setzen. Da wird auch Österreich dann darunter sein. Einzelne Länder, wie etwa hier Bulgarien, haben schon Zäune aufgestellt, seit heute mit politischer Rückendeckung. Fortschritte hingegen für ein funktionierendes Asylsystem in Europa, das hat es heute nicht gegeben. Die Schwesterparteien CDU und CSU versuchen, ihre internen Konflikte mit einer Reihe von Kongressen beizulegen. Das erste dieser Treffen fand heute in Würzburg statt. Unter dem Titel Zusammenhalt der Gesellschaft diskutierten Politiker der Unionsparteien über die Differenzen etwa in der Flüchtlingspolitik. Konkrete Beschlüsse wurden nicht gefasst. Grund zum Alarm gab es heute nur bei den Johannitern. Die Spitzenpolitiker von CDU und CSU trafen Vertreter der Zivilgesellschaft, redeten dann über den Zusammenhalt in der Gesellschaft, vermieden aber die strittigsten Punkte in der Flüchtlingspolitik. Hängen bleibt vor allem ein Appell. Glaubt denn irgendeiner, wir hätten eine Chance, Deutschland in die richtige Richtung weiterzuentwickeln, wenn wir uns zerlegen? Glaubt das irgendjemand? Die Diskussion würde ich gerne mal führen. Deshalb ist die Hauptaufgabe, dass wir zusammenkommen. Und das geht auch. Wir müssen das Ende bedenken.
Und wer meint, wir können uns zerlegen, bedenkt nicht das Ende. Deswegen ist also hier die Gemeinsamkeit im Vordergrund. Fast 4 Stunden wird diskutiert, allerdings meist nur über unstrittige Positionen wie eine Ablehnung der Burka oder eine Pflicht von Zuwanderern, sich zu integrieren. Das strittige Thema Obergrenze, so denken viele, können am Ende ohnehin nur die beiden Parteivorsitzenden lösen. Ich glaube, wir alle wollen diesen gemeinsamen Wahlkampf und das ist entscheidend für uns, weil so war die Union immer erfolgreich. Das, was die CDU abdeckt, aber das auch, was die CSU abdeckt, das brauchen beide Seiten. Der Union geht es heute vor allem um eine Wirkung nach innen. Die Ergebnisse der Diskussionen sollen später die Grundlage für ein gemeinsames Wahlprogramm werden. In Großbritannien ist Labour-Chef Corbyn in einer Urwahl als Parteivorsitzender bestätigt worden. Er bekam knapp 62% der Stimmen und damit mehr als bei der Urwahl im vorigen Jahr. Bei der Parteibasis und den Gewerkschaften ist der 67-jährige Vertreter des linken Parteiflügels sehr beliebt. Bei den Labour-Abgeordneten im Parlament ist Corbyn dagegen wegen seiner Positionen umstritten. Ein Triumph über seine Kritiker in den eigenen Reihen. Jeremy Corbyn ist der alte und neue Vorsitzende. Die Zustimmung im Vergleich zu seiner ersten Wahl im vergangenen Jahr noch einmal gestiegen. Nach seiner Wiederwahl versöhnliche Worte an seine Gegner. Wir haben mehr gemeinsam, als uns trennt. Was mich betrifft, lasst uns das Ganze begraben und lasst uns mit dem Job weitermachen, den wir zu tun haben. Die Abstimmung macht erneut die Kluft zwischen der Parteibasis und der Fraktion deutlich. Seit Jeremy Corbyn Parteivorsitzender ist, bekommt Labour massenhaft Zulauf, gerade auch von jungen Leuten. Corbyn gilt für sie als Gegenentwurf zum arroganten Anzugträger in Westminster, zum Establishment. Vielen Abgeordneten hingegen im Parlament sind Corbyns Ansichten zu links, zu radikal. Sie fürchten das Ende von Labour als Volkspartei. Zudem war Corbyn nach dem Brexit-Votum scharf kritisiert worden, weil er sich nicht entschieden genug für einen Verbleib in der EU eingesetzt hatte. Das führte zu einer offenen Rebellion. Ein Abgeordneter nach dem anderen verließ das Schattenkabinett. Wir wollen uns nicht abspalten, sondern wieder ein. Aber es muss jetzt wirklich wieder an die Wähler gedacht werden, damit wir eine Wahl gewinnen können. Diese furchtbare Ausrichtung der letzten Zeit muss der Vergangenheit angehören. Die Wahl hat Jeremy Corbyn gewonnen. Nun muss er die Partei befrieden, um sie in eine schlagkräftige Opposition zurückzuverwandeln. In Johannesburg ist eine Artenschutzkonferenz eröffnet worden. Vertreter aus mehr als 180 Staaten beraten über bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die durch ein internationales Abkommen geschützt werden. Ein Schwerpunkt ist der streng reglementierte Handel mit Elfenbein. Einige afrikanische Staaten wollen die Beschränkungen lockern, andere fürchten dadurch eine weitere Zunahme der Wilderei. Zu Beginn der Konferenz demonstrierten Umweltschützer gegen Geschäfte mit Tieren und Pflanzen, deren Arten vom Aussterben bedroht sind. Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer ist im Alter von 96 Jahren in München gestorben. Mannheimer hatte sich jahrzehntelang gegen das Vergessen und für Versöhnung eingesetzt. Unter anderem berichtete er vor Schulklassen von der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Mannheimer hatte die Konzentrationslager Dachau und Auschwitz überlebt. Seine Eltern, 3 Geschwister und seine erste Ehefrau wurden ermordet. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Morgen nach Nebelauflösung sonnig oder nur leicht bewölkt. Gegen Abend ganz im Westen wolkiger. Die Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Und die Tagesschau meldet sich wieder um 17:50 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.